sterben. Die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Antonio Gramsci. Auszug einer mehrtägigen medizinisch-psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung von Detective Inspector John Sinclair. Angefertigt durch Selma Campbell, PhD, psychologische Gutachterin. Tätig im Auftrag des Metropolitan Police Service London, BCU Newham, Waltham Forest. Abschluss der Untersuchung, 13. Januar 2019. Status des Protokolls, vertraulich. Gut. So. Ja, bitte stellen Sie sich zuerst vor. Mein Name ist John Sinclair. Aha. Und Sie arbeiten als... Als Detective Inspector des Metropolitan Police Service und Teil des Criminal Investigation Department auf dem Revier Forest Gate im Stadtteil Newham. Ah ja. Newham ist ein sehr großer und diversifizierter Bezirk. Um Ihre Arbeit besser zu verstehen... Arme Familien und Single-Mütter, Newham. Naja, was ich meinte war... Das ist aller Hautfarben, Newham. Das ist eine Portion Chicken und Chips für einen Pfund, Newham. Genau das, Newham, meine ich. Ja, und Ihr Revier reicht von... Vom neuen Olympiagelände in Stratford bis runter zu den Becton-Klärwerken am River Roding. Von den Ganglands in Westham und Kenningtown bis zur North Circular an der Grenze von Ilford. Okay. Auf der Karte sieht so aus wie ein Quadrat, das nach links wegrutscht. Ja. Das bedeutet, die Mordfälle, über die kürzlich im Zusammenhang mit dem Fall Baltimore ermittelt wurde... Die lagen außerhalb, ja. Soweit es die Explosion auf dem Schiff selbst betrifft, ja. Die Fundorte der anderen Leichen aber konzentrieren sich dabei auf eine Diagonale von Stratford bis runter zum Anleger in Creekmouth. Gut. Bitte geben Sie zur Einführung einen Überblick, wer in die Ermittlungen im Fall Baltimore involviert war. Tja, wir haben in Newham 7 Reviere mit insgesamt 802 Beamten, das Hauptquartier hier auf dem Forest Gate. Mhm. Unsere Unterabteilung des CID, zuständig für Mordermittlungen, 50 Leute. Ja, aber von Relevanz sind dabei nur... Ohne die Schreibtisch- und Hilfskräfte und die Sonderfahnder 6. Einschließlich meines Partners Detective Sergeant Suko Gunn und unseres Leiters Detective Superintendent James Paul. Detective Sinclair, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum bis auf uns drei alle anderen tot sind. Es war der 11. Dezember 2018, 21.08 Uhr, als die Wasseroberfläche 23 Seemeilen vor der portugiesischen Küste wie Diamanten glitzerte, die man auf schwarzen Samt gebettet hatte. 3 Grad Außentemperatur und 85% Luftfeuchtigkeit, verursacht von einem eisigen Sprühregen, der Schlieren auf Briscoes Brille hinterließ. 3 wissenschaftliche Koryphäen an Bord des Lash Carriers, dessen Kranelemente wie riesige Wildschweinhauer in die dafür vorgesehenen Aufhängevorrichtungen des Tauchboots stachen, um es an Bord zu hieven. Edwards, Meeresforscher. Wang, Biologe. Cartwright, Mathematiker und Genommediziner. Doch es war Dr. Rachel Briscoe, die Randolph Scott ins Innere des Tauchboots bitten ließ. Kommen Sie ruhig näher, Dr. Briscoe. Möchten Sie? Ein Brillenputztuch. Ja, danke. Es war mir sehr wichtig, dass Sie an dieser Expedition teilnehmen.
Briscoe setzte die Brille auf und verstand, warum Scott ein Tauchboot dieser Größe ausgewählt hatte. Vor ihr, auf den tropfenden Stahlgittern, ruhte ein riesiger, onyx-schwarzer Monolith. Was ist das? Das würde ich gern von Ihnen wissen. Das Ding musste Tonnen wiegen. Die Wände waren von quadratischer Form und im rechten Winkel zueinander ausgerichtet. Ein perfekter Würfel mit einer Kantenlänge von 7, vielleicht sogar 8 Yards. Und die Oberflächenstruktur... Das ist... merkwürdig. Fantastisch. Keine Buchstaben, sondern hieroglyphenähnliche Zeichen, die wie mit einem Meißel in sauberen Linien in den Stein graviert worden waren. Alle 4 Seiten des Würfels waren mit den Zeichen übersät. Wissen Sie, woraus er besteht? Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie benötigen. Ach ja, und keine Fotos bitte. Aber... Wir werden Ihnen später ausreichend Material zur Auswertung zur Verfügung stellen. Ja, aber Sie entschuldigen mich. Rachel blieb allein zurück und zückte ihr Handy. Vorder- und Rückseite. Alle Seiten. Zoom. Auf die Zeichen. Vor allem das liegende Rechteck, das sich immer wiederholte. Auf die beiden Striche, die jeweils rechts und links herausragten, wie die Fühler eines Insekts. Rachel hatte so etwas schon mal gesehen. Sie steckte das Handy zurück in die Tasche und streckte die Hand aus. Schwärze. Ein Tunnel. Grellweiße Lichter. Wie Glühwürmchen. Ein Zug. Ein Mädchen. Und außen auf dem Wagen etwas Schwarzes. Großes. Blut. Fleisch.